Musikliebhaber, aufgepasst! Im Internet gibt es eine Quelle für ältere Musik, die absolut legal ist und wo du ganz, ganz viele alte Schallplatten runterladen kannst. Glaubst du nicht? Dann bleib dran! Mein Name ist René Steyes, ich bin Gründer vom SIT Service und in diesem Video zeige ich dir einen legalen Weg, an alte Schallplatten ranzukommen. Also, bleib dran! Sagt dir die Wayback-Maschine was? Nein? Okay, ganz kurz zur Wayback-Maschine. Das ist das Internetarchiv und mit dem Internetarchiv bist du in der Lage, eine Zeitreise durchs Internet zu machen. Und was das mit Musik zu tun hat, das gucken wir uns jetzt mal hier direkt am Computer an. Ich habe hier dafür die Internetseite der Wayback-Maschine schon geöffnet. Und zwar findest du sie unter der Adresse archive.org. Und hiermit bist du in der Lage, auf Millionen von Webseiten zuzugreifen, die es so in der Form vielleicht gar nicht mehr gibt. Das ist praktisch, wenn du mal irgendwie eine Nachricht auf einer Webseite hattest, die es mittlerweile nicht mehr gibt, dann hast du eventuell über diese Webseite die Möglichkeit, das wiederzubekommen. Aber darum geht es gar nicht in diesem Video. Denn während das mit der Wayback-Maschine eigentlich schon recht bekannt ist, wissen die wenigsten, dass es hier oben noch die Reiter Web, E-Books, Video, Audio, Software und Images gibt. Und genau da finde ich auch Musik. Und zwar unter dem Bereich Audio. Klicke ich hier einfach mal drauf. Dann habe ich hier mehrere Möglichkeiten, wo ich mich jetzt hier reinklicken kann. Ich nehme mal die 78 RPMs. Und dann lande ich hier auf dem Bereich der Webseite. Und gut, ich habe mir die Webseite gerade angeguckt. Normalerweise lande ich hier auf About. Dann muss ich einmal auf Collection klicken. Und stelle fest, hier gibt es verschiedene Collections und da kann ich mich einfach mal durchklicken und finde hier entsprechende Schallplattenarchive. Natürlich kann ich das Ganze hier auch über bestimmte Suchfunktionen mir filtern lassen, so was ich vielleicht gezielter was finde. Und kann entsprechend mir eine Collection raussuchen, nehmen wir mal beispielsweise diese Collection hier. Und hier befinden sich dann dahinter weitere Schallplatten. Und diese Schallplatten, die kann ich auch anklicken. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich hier mit einem Klick auf Play mir die Schallplatte sogar anhören. Somit bin ich in der Lage, alte Musik mir über diese Webseite anzuhören. Das ist aber jetzt noch gar nicht mal so das Praktische. Das wirklich Praktische ist, wenn ich hier ein bisschen tiefer reingehe, dann gibt es hier die Download-Options. Und hier habe ich die Möglichkeit, mir das Archiv beispielsweise als MP3 herunterladen zu lassen. Ich kann auf Show All hingehen. Dann sehe ich, was in diesem Archiv alles liegt. Ich gehe aber nochmal wieder zurück. Und sage jetzt, ich will die MP3s haben. Und kann sie mir dann entsprechend hier herunterladen. Mit einem Klick hier drauf, fragt mich der Computer jetzt gleich, beziehungsweise er öffnet sie jetzt gerade. Aber ich kann dann mit einem rechten Mausklick Audio speichern unter, mir die Schallplatte direkt auf meine Festplatte bannen. Und das Ganze ist komplett legal und für dich komplett kostenlos. Dementsprechend ist dieser Service von The Wayback Machine, beziehungsweise von dem Internet Archive, ein praktisches Tool, wenn du Liebhaber alter Musik bist. Und rumstöbern kann sich hier vielleicht mal lohnen, denn vielleicht findest du das ein oder andere verschollene Exemplar deiner Schallplatte, die du gerne mal hören möchtest und kannst sie hier kostenlos runterladen. Warum ist das Ganze legal? Nun, ganz einfach. Die Werke sind nach dem Recht dieser Webseite, nach 50 Jahren verliert dieses Werk das Urheberrecht. Und wenn das Urheberrecht erloschen ist, dann sind diese Werke frei erhältlich. Und dementsprechend darf diese Internetseite solche Schallplatten dann auch anbieten. Und du darfst sie dir ganz legal runterladen, brauchst keine Angst vor einer Abmahnung oder sowas zu haben und bist dann dementsprechend gut gesichert, um dir diese Musik zu speichern. Ja, was mich jetzt interessieren würde, wo kommst du an deine Musik ran? Kannst du den Weg über diese Wayback-Maschine?
Nutzt du andere Quellen? Kennst du vielleicht andere legale Quellen, die du vielleicht mit den Leuten hier auf dem Kanal teilen möchtest? Schreib sie mir doch unten in die Kommentare rein. Ich bin da tierisch drauf gespannt. Da ich jetzt nicht glaube, dass du hier bei dem Video professionelle Hilfe benötigst, aber ich diesen obligatorischen Hinweis trotzdem hier einbauen möchte, darfst du mich natürlich, wenn du irgendwelche dringenden und wichtigen Computerprobleme hast, gerne unter der 0421 64 37 576 oder der E-Mail-Adresse service@freude-an-der-it.de erreichen. Und dann kann ich mal schauen, wie ich dir professionell hier weiterhelfen kann. Das Ganze kann über eine Fernwartung oder auch über einen Vor-Ort-Termin klappen. Du kannst mich hier gerne kontaktieren. Sofern du es noch nicht gemacht hast, Daumen nach oben nicht vergessen und natürlich auch das Abo für diesen Kanal. Das ist für dich kostenlos und du bekommst solche Tipps gratis frei Haus geliefert. Das ist mein Deal an dich und ich freue mich aufs nächste Video, welches auch schon in Vorbereitung ist, und freue mich, dich dort wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!